Sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Daniel aus Ihrem eigenen Kindergottesdienst. Es ist eine Geschichte, die wir gerne erzählen, aber die eigentlich für uns Erwachsene genauso gut geeignet ist. König Nebukadnezar, der babylonische König, hatte ganz viele Völker unterjocht. Auch das Volk Israel. Und weil er ein geschickter Machtpolitiker war, hatte er junge Leute aus allen unterdrückten, unterjochten Völkern zu sich geholt und gab ihnen eine gute Ausbildung, damit sie für ihn arbeiten und damit sie übersetzen und dolmetschen können. Unter diesen jungen Leuten war auch Daniel, ein Jude. Er wurde zu einem Minister. Viele Jahre arbeitete er erfolgreich. Ein neuer König kam an die Macht, Darius mit Namen. Er hatte Berater, die nicht Fans von Daniel waren. Im Gegenteil, sie neideten ihm seinen Erfolg. Und sie flüsterten dem König Darius ein: Du bist doch supermächtig. Wenn du etwas befiehlst, dann muss das jeder einhalten. Und König Darius ließ sich schmeicheln. Und so flüsterten sie ihm ein Gesetz zu erlassen. 30 Tage lang darf niemand zu seinem Gott beten. Denn sie wussten, Daniel betet jeden Tag mehrfach. Und er behielt es auch bei. Auch als es verboten war, betete er. Und die seine Neider waren, belauschten ihn. Und gingen dann zum König und sagten: König, du hast ein Gesetz erlassen, du musst dein Gesetz jetzt einhalten. Daniel muss in die Löwengrube geworfen werden, damit er büßt für seinen Ungehorsam. König Darius hatte keine Wahl. Er stand zu seinem Wort, aber es tat ihm leid. Als Daniel geholt wurde, da sagte er ihm: Daniel, du musst auf deinen Gott vertrauen. Ich kann dir nicht helfen. Und dann warfen sie ihn in die Löwengrube und rollten einen großen Stein davor. König Darius hatte die ganze Nacht keinen Schlaf. Er fastete, er betete und er machte sich Sorgen um Daniel. Dann, im Morgengrauen, ging Darius hin und ließ den Stein wegrollen und rief hinein: Daniel, lebst du noch? Und Daniel sagte: Ich habe gebetet und Gott schickte Engel, die den Löwen das Maul zugehalten haben. Und er kam heraus.
Und sie stellten wirklich fest, weil Daniel auf Gott vertraut hatte, darum konnten ihm die Löwen nichts anhaben. Wie ist das mit uns? Halten wir am Gebet fest, auch dann, wenn andere uns dafür belächeln oder gar auslachen? Halten wir am Gebet fest, auch dann, wenn uns Angst umschleicht, wenn wir uns Sorgen machen? Wie geht es uns in unseren Löwengruben unserer Zeit? Vertrauen wir auf Gott. Er ist treu, damals wie heute. Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not. Der kann mich allzeit retten aus Trübsal, Angst und Nöten. Mein Unglück kann er wenden, steht als in seinen Händen. Ob mich mein Sündern ficht, will ich verzagen nicht. Auf Christus will ich bauen und ihm allein vertrauen. Ihm tu ich mich ergeben, im Tod und auch im Leben. Ob mich der Tod nimmt hin, ist Sterben mein Gewinn. Und Christus ist mein Leben, ihm tu ich mich ergeben. Ich sterb heut oder morgen, mein Ziel wird er versorgen. O mein Herr Jesu Christ, der du geduldig bist, für mich am Kreuz gestorben, hast mir das Heil erworben. Auch uns allen zugleiche, das ewig Himmelreiche. Amen zu aller Stund, sprech ich aus Herzensgrund. Du wollest selbst uns leiten, Herr Christ, zu allen Zeiten, auf dass wir deinen Namen ewiglich preisen. Amen.